Fußballwetten 17.05.2019 Tagesgewinn 1155 Euro Quantenmechanik Autor D. Selzer McKenzie YouTube. Heute ist Samstag, der 18. Mai 2019 und die Fußballergebnisse vom gestrigen Tage 17. Mai liegen vor und ich habe ja darauf gestern Prognosen abgegeben und es ist ein Gewinn von 1155 Euro geworden. Nachstehend die konkrete Aufstellung mit den Prognosen und den Ergebnissen, aber vorher möchte ich noch etwas sagen, da inzwischen im Internet gegen meine Prognosen laute Kritik geführt wird, die überhaupt nicht verständlich ist. So wie hier, ich habe hier im Grunde genommen nur 7 Spiele des gestrigen Tages prognostiziert, aber es ist ebenso, dass bei 6 Spielen Bänke gewettet werden mussten, in diesem Falle 1 und 0, um zu dem Gewinn zu kommen. Es ist eben ein Problem, gleichwertige Mannschaften können sehr oft einen Heimsieg oder auch ein Unentschieden oder einen Auswärtssieg erzielen, das ist sehr oft Glückssache und das muss man eben mit in die Wetten einbeziehen. Es ist also so, dass gestern für 1 Euro 2 also insgesamt 64 Euro für 64 mit Reihen ausgegeben werden mussten. Und Sie sehen es ja an den Ergebnissen, es ist eben sehr oft unentschieden, also 0 gespielt worden und wir können alle froh sein, dass wir zwar ein paar mehr Reihen gewettet haben, aber trotzdem 1155 Euro Wettgewinn kassieren können. Es ist einfach nicht möglich, mit einer Reihe eine Akkumulationswette zu gewinnen, einer tanzt immer aus der Reihe und dann ist die gesamte Wette verloren. Sie sehen es hier wie gestern, es mussten 64 Euro für die Wetten ausgegeben werden, der Gewinn lag nachher bei 1155 Euro, und wenn Sie die 64 Euro abziehen, sind es immer noch fast 1100 Euro Nettogewinn. Und das ist eben entscheidend, dass man gewinnt, was nützt es, wenn ich eine Akkumulationswette mache und die geht in die Hose, dann bekomme ich nämlich nachher überhaupt nichts. Deshalb sollte man bei gleichwertigen Mannschaften immer 2 Bänke wetten. Schauen Sie sich doch diesen Unsinn im Internet an von diesen sogenannten Webportalen, die da irgendwelche Empfehlungen geben. Im Grunde genommen ist das alles nur Mist und Müll, weil eine Akkumulationswette dort bisher noch nie geklappt hat, sondern immer 1 oder 2 falsch gewesen sind. Es ist absurd, dass diese Webportale sich hinstellen und sagen, sie hätten von den letzten 5 Empfehlungen 3 richtig gehabt, oder ähnlich. Das nützt ihnen in der Akkumulationswerte überhaupt nichts, die Wette ist verloren. Im Übrigen habe ich das Gefühl, dass bei denen, die dabei YouTube irgendwelche Wetten empfehlen, dass sie die Ergebnisse nur raten und in Wahrheit überhaupt keine Ahnung von Fußball haben. Deshalb ist die Kritik hier unverständlich. Sehen Sie nur den einen da aus dem Ruhrgebiet, der vergleicht sich immer mit einem angeblichen Wettmillionär und predigt, dass er inzwischen genauso viel Richtige hätte, wie dieser angebliche Wettmillionär. Das ist alles Quatsch, diesen Wettmillionär gibt es gar nicht, dieser Wettmillionär ist ein Betrüger, der in einem Videofilm verkündet, er hätte 1 Million Euro beim Wetten gewonnen und diesem 1 Million an eine Universität im Ruhrgebiet gespendet. Ein völliger Blödsinn, diese Universität hat keinen Pfennig gespendet bekommen und haben mir selbst gesagt, sie wären froh gewesen, wenn sie das Geld bekommen hätten, weil ihre Toiletten nämlich dringend renovierungsbedürftig werden, das Land NRW habe kein Geld, hat um die Renovierung zu bezahlen und außerdem hätte dieser angebliche Spender und Wettmillionär an der Uni Versite zu keinem Zeitpunkt studiert. Sie sehen also alles nur Spinnerlügner und Betrüger, die hier im Internet herumlaufen und sich als die richtigen Tipper ausgeben, nur um an die Dummen ihre angeblichen und tatsächlich wertlosen Tipps zu verkaufen. Sie werden es bei mir nie erleben, ich mache die Prognosen einen Tag vorher völlig umsonst, wette ja selber und profitiere eben von dem Wettgewinn, aber Sie können mir glauben, diese Prognosen sind eben mit der Quantenmechanik der künstlichen Intelligenz und der Stringtheorie berechnet worden. Und deshalb so zuverlässig, weil sie eben auch alternative Wetten, nämlich manchmal 2 Bänke als Wettgrundlage haben, aber Sie sehen es ja wie heute, es hat sich eben einfach gelohnt, dass hier öfters 2 Bänke, nämlich 1 und 0, also Heimsieg und Unentschieden gewettet worden sind.
Ich kann nur dringend davon abraten, vor diesen Wettergebnisverkäufern bei YouTube dringend die Finger wegzulassen. Das sind keine Experten, wie sie sich ausgeben. Das sind alles Betrüger und Ahnungslose, die an die Dummen ihre nicht durchdachten und unsinnigen Tipps verkaufen und somit ein neues Geschäftsmodell im Internet entwickelt haben, weil es leider genügend Dumme gibt, die tatsächlich von diesen selbsternannten Experten, die in Wahrheit nicht die Bohne von Fußball verstehen, die Wetten kaufen und nachher nur die Verluste hinnehmen müssen. Wenn Sie der Meinung sind, von Fachleuten Wetttipps erhalten zu müssen, dann kaufen Sie sich für 1,50 € eine Sportzeitung. Da stehen auch viele Wettprognosen, aber eben von Fachleuten und Journalisten umsonst drin, und das sollten Sie besser machen als bei diesen betrügerischen angeblichen Fachleuten im Internet vorher mögliche Wettergebnisse zu erkaufen. Hier nun die echten Ergebnisse meiner gestrigen, übrigens völlig kostenlosen, Prognose. Freitag 17.05.2019. Brøndby mit Jylland 20:1:1 3,403,40 €. Kasim Pasakonu Spor 10:1:1 3,602,12,24 €. Charlton Doncaster 10:1:1 90 min 3,1037,34,94 €. Troels Ajax CO 10:0:0 3,001 113,83 €. Metz Brest 10:1:0 2,252,256,12 €. Dundee Inverness 10:3:0 2,055,525,05 €. Saragossa Gijón 1:4:2 2,20 1,155,11,64 €. Reihen 64 Einsätze. / 64 Einsätze.